Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Heribert Hausler. Ich bin der Trennungsbeauftragte der Bundesregierung. Frau Merkel schickt mich jetzt nach der Wahl durchs Land, um Ihnen mitzuteilen, dass ich die Bundesregierung von Ihnen trennen möchte. Ich denke, wir haben so eine große Mehrheit bekommen, da brauchen wir auch kein Volk mehr. Großartig, oder? Das ist doch unser Vorschlag. Ich sage mal, sind wir ehrlich, diese Demokratie existiert doch eh nur noch auf dem Papier. Seine Scheindemokratie, eine Volksmusikdemokratie, eine gute Launendemokratie, aber mehr ist es nicht. Lass es uns beenden, Freunde, im Guten auseinanderzugehen. Das ist es doch, was wir. Sind wir auch ehrlich miteinander in der Stunde des Abschieds? Wer hat denn Europa in den Abgrund geritten? Das waren doch nicht wir. Die Regierungen, die mögen vielleicht schlecht sein, aber das Volk ist doch noch viel schlimmer. Ich bitte euch, schauen Sie mal um, da was rechts und links neben Ihnen hier sitzt. Das soll die Hoffnung Europas sein. Ich bitte Sie, wer hat denn bei PISA versagt? Das wart doch ihr. Bitte, wer geht denn mit 67 in Rente und lebt dann noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und legt uns auf der Tasche? Das seid ihr. Wer liegt denn am Strand von El Arenal und säuft Sangria aus Eimern und hat unseren Ruf weltweit versaut, indem er überall Handtücher hinlegt? Seid ihr. Wer hat uns gewählt? Ihr. Und jetzt sehen Sie, wer der Idiot im Land ist. Da können Sie jetzt frei entscheiden, Freunde. Wir machen ohne Sie weiter, das ist unser Vorschlag. Wir gehen im Guten auseinander. Ja, und wir versprechen eins, wir haben auch keinen Bock mehr, ganz ehrlich in jeder Diskussionsrunde zu sitzen und Ihnen Hoffnung machen zu müssen. Antworten zu geben auf Fragen, auf die es gar keine Antworten gibt. Ganz ehrlich, wir können gar keine Arbeitsplätze schaffen. Wir können Ihnen höchstens das Gefühl geben, dass man wieder welche geben könnte. Aber das muss reichen. Wir können auch die Altersarmut nicht bekämpfen. Wir können Ihnen höchstens Toastbrot und Scheiblettenkäse schmackhaft machen. Aber mehr ist nicht drin. Lasst uns getrennte Wege gehen. Und wir versprechen Ihnen eins, wir werden weiterhin die süße Pille der Beruhigung verteilen. Und Sie werden sie schlucken, diese Pille. Ja, wir werden dafür sorgen, dass im Fernsehen nichts Relevantes läuft, was Ihren Alltag in irgendeiner Weise stören wird. Alle 2 Jahre ein sportliches Highlight, damit das kollektive Dahinsiechen vom kollektiven Freudentaumel übertüncht wird. Alle 4 Jahre können wir auch Wahlen veranstalten, wenn sie Ihnen Spaß macht, warum nicht? Damit Sie weiterhin das Gefühl haben, dass Sie was mitzubestimmen haben. Und Sie werden diese Pille schlucken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn dann trotzdem in gar nicht allzu ferner Zukunft diese Kluft zwischen Arm und Reich so unüberbrückbar groß sein wird, dass sie sich nicht mehr kaschieren lässt durch schöne Reden und durch einen gefälschten Armutsbericht. Wenn diese Kluft so groß sein wird, dass die Menschen unten wissen, dass sich Leistung halt doch nicht mehr lohnt und dass die Würde des Menschen am Ende doch vom Geldbeutel abhängt. In dieser Stunde, wenn junge Menschen aus ganz Europa über uns herfallen werden, weil sie keine Perspektive mehr haben und weil sie uns mitverantwortlich machen werden für ihr Elend. In dieser Stunde, wenn das Chaos regiert, weil wir zu lange an der Ruhe und an der Beruhigung festgehalten haben. In dieser Stunde kann ich Ihnen eins versprechen, wir werden nicht mehr da sein. Genauso wie die oberen 10.000 nicht. Sie werden ihrem Geld gefolgt sein, das sie schon längst in sichere Drittstaaten gebracht haben. Und in dieser Stunde, wenn das alles auseinanderfällt, dieses Kartenhaus, das mal Solidargesellschaft hieß, in dieser Stunde kann man Ihnen nur eins wünschen. Toi, toi, toi.